alle 2 Jahre. Da gibt es ein ganz besonderes Rennen. Das gibt es nur hier, die Weltmeisterschaft im Fasstaubenrennen. Das Hofbräuhaus zu Traunstein hat eingeladen und der Tag beginnt traditionell im Zelt mit einem Weißwurstfrühstück mit viel Bier und extrem guter Laune. Das Hofbräuhaus Traunstein hat heute eingeladen zur 6. Fasstauben-Weltmeisterschaft hier nach Ruppolding am Westernberg. Bekanntermaßen eine der härtesten Abfahrten der Welt. Und die Athleten sind bereit. Und das ganz Besondere daran ist ja, dass die nicht auf Ski fahren, sondern auf dem, was eigentlich das Skifahren begründet hat, nämlich auf den Fasstauben. Da ist vor über 100 Jahren der Start, also eigentlich die Wiege des Skifahrens gewesen. Und nachdem wir im Hofbräuhaus auch unser Bier in echten Holzfässern ausschenken, war es auch unsere Aufgabe, dass wir das wiederbeleben. Aus allen Himmelsrichtungen sind sie gekommen und es sind über 520 Teilnehmer. Auf geht's! Wir sind heute bei der 6. Hofbräuhaus Traunstein Fasstauben-Weltmeisterschaft 2017. Seit 1996, wie zeitgleich die Weltmeisterschaft auf der Sierra Nevada war, haben wir das erste Mal in Saalbach-Hinterglemm dieses Rennen veranstaltet. Gefahren wird auf den Brettern der Holzfässer. Das ist eigentlich der Urski, den es überhaupt gegeben hat. Früher sind die Schmuggler und die armen Leute haben das eigentlich erfunden. Vor Atomic, vor Völkel, vor Blitzert etc. sind Leute schon auf die Bierfassel Bredel gefahren. Die Bindung ist eine Multifunktionsbindung. Man kann sie verwenden für jeden Schuh. Ob das jetzt ein Pöms ist für die Dame, wenn sie fortgeht auf Nacht, oder ein Bergschuh, ein Gescheiter. Sie ist multifunktional, man kann Touren gehen damit. Man kann auch Abfahrten fahren, Buckelpisten, Tiefschnee. Also es ist ein universales Sportgerät. Es hat seit 1931 diverse Designpreise gewonnen. Die schlanke, elegante Linie ist nach wie vor immer gleich. Wie seit Jahrhunderten, kann man eigentlich sagen. Wichtig ist, dass die Spitze, die Kerbe des Fassdeckels ist, immer, damit das Gewicht sauber verteilt ist. Ganz einfach, man braucht zur Weltmeisterschaft hat ganz klare Reglements. Es sind immer Massenstarts, weil wir sonst den Ansturm, der teilweise bis zu 1200 Teilnehmer nicht bewältigen können. Es wird in Wellen gestartet. Die Piste hat immer mindestens eine Schanze drin. Wenn ihr euch das da oben anschaut, das ist eher abenteuerlich. Im Prinzip sind es alles Gladiatoren, die sich da runterfahren. Früher in Rom waren es im Kolosseum, heute sind es bei uns auf der Weltmeisterschaft. Und die ersten beiden kommen weiter und dann gibt es ein Semifinale und dann das Finale und letztendlich steht der Weltmeister fest. Ganz kurz noch, wichtig ist, wie beim Skifahren, es ist auch, ich habe ihn dabei, selbst im deutschen Skilehrplan ist ja das Fasstauben-Skifahren verankert. Früher vom Steenbogen, wie er das Dänemark gefahren hat, etc. Der Ursprung ist immer von der Fasstaube. Was ich sagen möchte, wichtig ist Mittellage, Mittelstellung, neutral auf dem Sportgerät stehen. Das Auge immer fokussiert auf das Ziel, das ist eigentlich das Entscheidende. Dann, wenn man noch 2, 3 halbe Hofbräuhaus Traunstein vorher trinkt, dann haben wir das richtige Zielwasser, ist entspannt, das ist sehr wichtig, dass man nicht verkrampft. Und dann werden wir heute den nächsten Weltmeister sehen. Es ist das wohl exklusivste Rennen der Welt und nur die härtesten mit der besten Technik kommen durch. Jungs, passt, na, Mädels, schmarrn,
Passt auf das Doppeltor da unten auf. Wir müssen da sauber links anfangen, rechts und dann das Doppeltor. Nicht übersehen. Im Füßezelt. Das haben wir studiert da unten, gell? Dass das klar ist. Im Füßezelt, da sind wir vorbereitet worden. Das muss schon hinhauen. Vor allem, ich hab's sauber festgeschnürt, da muss schon was gehen. Das ist auch stark da. Wir machen es das erste Mal und jetzt hoffe ich, dass ich irgendwas reiße. Mein Spätz ist gerade vor mir gefahren, der ist letzter geworden. Aber der olympische Gedanke zählt, einfach dabei sein. Weißt? Auf geht's! Grandios das Publikum und grandios auch die Showeinlage, die es hier zwischen den Rennen gibt. Wo sonst kann man denn sonst auch eine Weißwurst-Bauchtänzerin bestaunen? Wir sind im Superfinale vom Hofbräu aus Traunstein. Und wenn die linke Flagge, jetzt geht sie runter, jetzt ist der Applaus hier. Und Ruppolding hat seine legendäre Weltmeisterschaft, die sechste Fassdaum-WM vom Hofbräuhaus Traunstein. Und der Erste kommt schon runter. Achtung, meine Damen und Herren. Ui, das ist ganz spannend. Das ist ganz spannend. Und er ist heuer auch wieder Weltmeister. Und er kommt einen großen Applaus. Michi Statter, Weltmeister 2017. Zuerst einmal eine große Gratulation. Vielleicht kannst du ganz kurz das Rennen schildern. Ja, es war echt hart. Dann schau mir die Kamera. Aber es ist gut gegangen. Und zum Schluss ist es ein wenig gewachsen. Nein, gut, passt. Super. Super Veranstaltung. Danke.